Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wenn der Teufel einen Stein nach uns wirft, müssen wir lernen, Jesus, den Felsen, das Wort Gottes zurückzuwerfen. Der Teufel lässt sich am besten durch das Wort Gottes besiegen. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir Hindernisse aus dem Weg räumen können. Nehmen wir einmal an, jemand sagt, ich möchte geistlich reif werden und mich zu der Person entwickeln, die Gott aus mir machen möchte. Aber irgendetwas scheint mich auszubremsen. Irgendetwas scheint mich daran zu hindern. Heute werden wir darüber sprechen, wie wir diese Hindernisse aus unserem Leben loswerden können. Am liebsten hätte ich meinen Vortrag genannt, ist deine Quelle blockiert? Aber wahrscheinlich hätten viele diesen Titel nicht verstanden. In der Bibel heißt es, aus eurem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lasst uns für einen Moment über etwas nachdenken. Unser Verstand ist wirklich großartig. Obwohl wir eine bestimmte Sache nicht mit unseren natürlichen Augen sehen, können wir sie uns vorstellen. Wer von euch hatte in seiner Küche schon mal einen verstopften Wasserhahn? Wenn man darin das Wasser aufdreht, kommen nur ein paar Tropfen heraus. Manchmal spritzt es auch in alle möglichen Richtungen. Ist euch das schon mal passiert? Ich schätze, heute gibt es bessere Armaturen, aber vor Jahren hatten wir diese Strahlregler, die auf die Öffnung des Wasserhahns geschraubt wurden. Kennt ihr die noch? Und wenn das Wasser nicht mehr richtig herauslief, mussten wir das Teil abschrauben und es reinigen, damit das Wasser wieder hindurchfließen konnte. Nun, niemand will einen Wasserhahn in seinem Haus haben, aus dem kein Wasser kommt. Der Wasserdruck muss auch stimmen, oder? Wir wollen keinen niedrigen Wasserdruck. Wir wollen, dass das Wasser so richtig kräftig fließt. Das ist es, was Nichtchristen sehen sollten, wenn sie uns begegnen. Einen kräftigen, aus uns herausfließenden Strom der Kraft Gottes. Es gibt zu viele Christen, aus denen nur hin und wieder ein kleines Psst hier, Psst dort kommt. Sagt mal alle Psst. Okay. Vielleicht geht ihr am Sonntag in die Kirche und ein kleiner Strahl spritzt heraus, aber am Montag seid ihr schon wieder völlig verstopft mit allen Dingen der Welt. Der einzige Grund, warum ihr hier seid, ist, um zu lernen, wie ihr im Alltag vorbildlicher leben könnt. Wir sind begeistert, wenn wir auf Veranstaltungen wie diese hier kommen. Oh, endlich kann ich Joyce mal live sehen. Das ist ja so aufregend. Nun, ich hoffe, ihr seid nicht nur hergekommen, um zu sehen, wie ich aussehe. Gott will hier auf der Erde ganz viel tun und dazu braucht er jeden Einzelnen von uns mit einem starken Strom in unserem Leben. In Johannes 7, Vers 37 und 38 heißt es, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Allein darüber könnte man schon einen ganzen Vortrag halten zu dem, der hungrig oder durstig ist und noch nicht einmal weiß, was er braucht, sagt Jesus, ich habe alle Antworten, komm zu mir. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren oder aus dessen Bauch werden ständig Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Sagt alle ständig? Nicht nur während dieser Veranstaltung, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern ständig. Es werden ständig Ströme lebendigen Wassers aus uns herausfließen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ein Strom der Freude, ein Strom des Friedens, ein Strom der Frucht des Geistes aus uns herausfließt, ein Strom der Güte und der Gnade. Wir sollten einen Strom guter Dinge in unserem Leben haben. Wenn die richtigen Dinge in uns hochsprudeln und aus uns herausfließen, werden wir unser Leben nicht nur selbst genießen können, sondern auch in der Lage sein, anderen Gutes zu tun.
Deshalb frage ich euch heute, was fließt aus euch heraus? Ich frage mich das auch. Was fließt aus dir heraus, Joyce? Nun, manchmal Gutes, aber an manchen Tagen kommt nur ein kleiner Strahl heraus. Und das soll sich ändern. Was aus uns herausfließt, ist wichtiger als das, was in unser Leben hineinfließt. Wir machen uns viel zu viele Gedanken darüber, was wir bekommen und was nicht, oder wie unsere Umstände aussehen können. Aber Gott möchte, dass wir verstehen, dass das, was in uns ist, viel wichtiger ist als das, was wir bekommen. Solange wir das Richtige in uns haben und Hindernisse in unserem Leben beseitigen, wird das Richtige durch uns hindurchfließen. Das wird dann nicht nur für uns ein Segen sein, sondern auch für andere Menschen. Wird der Fluss in eurem Leben behindert? Ist das, was aus euch herauskommt, tot oder ist es lebendig? Schenkt es Leben? Bringt es Tod? Ist da überhaupt ein Fluss? Habt ihr das Gefühl, dass ihr Gottes Stimme nicht hören und seine Gegenwart nicht spüren könnt? Fehlt euch Freude und Frieden? Gelingt euch scheinbar nichts? Ist das alles ein Kampf? Manche von uns wissen genau, wovon ich rede. Ihr denkt, ich verstehe das nicht, ich gehe in die Kirche, aber irgendetwas ist nicht in Ordnung. Nun, die Leitung kann aus unterschiedlichen Gründen verstopft sein. Wenn ihr an Jesus glaubt, aber nicht so lebt, wie ihr leben solltet, ist das sehr frustrierend. Bevor ihr Jesus kennengelernt und in der Bibel gelesen habt, konntet ihr den ganzen Tag über sündigen, ohne dass es euch groß belastet hat. Ganz anders sieht es aus, wenn ihr euer Leben Jesus anvertraut habt. Lebt ihr dann weiter wie bisher, obwohl ihr es eigentlich besser wisst, werdet ihr unglücklich sein. Ich möchte, dass ihr euch Folgendes merkt: Es gibt nichts Schlimmeres als ein schlechtes Gewissen. Viele Menschen schlafen schlecht. Das betrifft sicher nicht alle, aber möglicherweise plagt euch euer Gewissen, weil es da etwas gibt, das ihr noch nicht bereinigt habt. Wir sind sehr gut darin, Dinge zu überspielen, sie irgendwo in einem hinteren Winkel unseres Herzens zu verstauen und so zu tun, als würden sie nicht existieren. Ich erinnere mich noch gut an eine Situation vor 2 oder 3 Jahren. Ich schlief nicht gut, was recht ungewöhnlich ist. Ich wälzte mich hin und her und wachte ständig auf, aber ich wusste nicht, was los war. Um 5 Uhr morgens sagte ich schließlich zu Gott: Was stimmt denn nicht? Und wisst ihr, wenn ihr Gott fragt, was los ist und wirklich die Wahrheit hören wollt, wird er sie euch sagen. Es wird euch aber nicht unbedingt gefallen, was er sagt. Wir wollen immer, dass andere an unseren Problemen schuld sind, aber in diesem Fall erinnerte Gott mich an etwas, das ich am Vortag zu jemandem gesagt und wie ich mich ihm gegenüber verhalten hatte. Ich hatte das Ganze einfach unter den Teppich gekehrt, eine Ausrede gefunden und mich nicht weiter damit beschäftigt. Aber wenn wir die Gefühle anderer verletzen, sollten wir klug genug sein zu sagen: Es tut mir leid. Wenn wir unhöflich waren oder uns schlecht benommen haben, sollten wir sagen: Es tut mir leid, und nicht: Ich hatte einen schlechten Tag. Wir entschuldigen unser Verhalten zu oft. Dabei sollten wir uns die Dinge von Gott zeigen lassen und ihn bitten: Hilf mir, mich zu verändern. Nichts ist schlimmer als ein schlechtes Gewissen. In Johannes 4, Vers 14. Jesus spricht hier mit einer Frau, die wir oft die Frau am Brunnen nennen. Er sagt: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Versucht euch das einmal vorzustellen. Alles ist so wunderbar, wenn wir das Gefühl haben, dass Leben und Freude in uns sprudeln. Jahrelang konnte ich es, wenn ich morgens aufstand, kaum erwarten, wieder ins Bett zu gehen. Und wenn ich dann im Bett lag, konnte ich es kaum erwarten, wieder aufzustehen. Nie war ich zufrieden. Und dann las ich Johannes 10, Vers 10, und dieser Vers wurde sehr wichtig für mich, weil ich erkannte, dass Jesus nicht nur für mich gestorben ist, damit ich eines Tages in den Himmel komme, sondern damit ich hier auf Erden ein erfülltes Leben habe, ein Leben, das ich wirklich genießen kann. Das Leben genießen bedeutet nicht, dass wir alles bekommen, was wir uns wünschen.
dass wir ständig Urlaub machen oder nur von perfekten Menschen umgeben sind. Es bedeutet, dass wir durch Jesus Christus geistlich reif werden. Vielleicht gefallen uns unsere Umstände nicht, niemand mag schwierige Umstände, aber durch Jesus können wir dennoch glücklich und froh sein, ganz gleich, was in unserem Leben vor sich geht. Ist es nicht das, was wir wollen? Paulus sagte, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Genau das ist es, worüber wir heute sprechen. Dieser Vers bringt zum Ausdruck, dass wir durch Jesus aus all der Leblosigkeit, allen Schwierigkeiten und schlechten Umständen, den mürrischen Menschen und finanziellen Problemen herausgehoben werden können, hinein in das Auferstehungsleben. In Jesaja 40 heißt es, wenn wir auf Gott warten, werden wir uns aufschwingen wie die Adler der Sonne entgegen. Vielleicht habt ihr diesen Vers bisher nur gelesen, ohne euch der ganzen Schönheit des Vergleichs bewusst zu sein. Adler können unglaublich hoch fliegen. Sie fürchten sich nicht vor den Stürmen des Lebens. Sie haben einen Tunnelblick und können Stürme schon aus vielen Kilometern Entfernung kommen sehen. Statt davor wegzufliegen und Angst oder eine negative Einstellung zu bekommen, warten sie auf ihn und lassen sich von den Windböen über den Sturm hinaustragen. Dort können sie in Freiheit fliegen und auf alles hinunterschauen. Das sollten wir als Christen auch tun. Wir müssen nicht vor Problemen weglaufen. Amen. Wichtig ist, dass wir Erfahrungen mit Gott machen. Und das braucht Zeit. Es ist doch so. Niemand wünscht sich Schwierigkeiten. Aber wenn ihr Gott liebt und wollt, dass sein Wille in eurem Leben geschieht, kann euch nichts, absolut nichts passieren, das er nicht auf irgendeine Weise zu eurem Vorteil gebrauchen kann. Die Situation an sich ist vielleicht nicht gut, aber Gott ist gut. Das heißt nicht, dass er für eure Schwierigkeiten verantwortlich ist, aber er wird sie gebrauchen, um euch zu stärkeren Christen zu machen, die Jesus in dieser Welt immer besser repräsentieren. Wer von euch hat es gerade nicht leicht? Okay. Auch wir haben unsere Schwierigkeiten. Innerhalb der letzten 3 Jahre wurden meine beiden Hüftgelenke ersetzt. Heutzutage kann man zum Glück Ersatzteile bekommen. Das ist wirklich gut. Danach folgt jedoch der Heilungsprozess und bla bla bla. Mit der einen Hüfte habe ich etwas Mühe, aber die Ärzte glauben, dass das nicht von der Hüfte kommt, sondern von meinem Rücken. Ich hatte Probleme mit meinem Ischiasnerv. Als ich mich heute Morgen anzog, ist mir der Schmerz ins Bein gefahren. Ihr seht, mein Leben ist auch nicht gerade perfekt. Und ich muss dieselben Prinzipien anwenden, die ich an euch weitergebe. Man wird nicht von Problemen befreit, nur weil man die Bibel lehrt. Im Gegenteil, man wird eher noch mehr angegriffen, als wenn man nichts tun würde. Doch wir haben Autorität über den Teufel. Obwohl er uns aus einer Richtung angreift, wird er in 7 Richtungen vor uns fliehen. Römer 8, aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet, dass ihr, noch bevor ein Problem überhaupt auftaucht, wisst, dass ihr letztendlich den Sieg davontragen werdet. Amen. Okay. Ich möchte euch noch einmal fragen, was fließt aus euch heraus? Hier ist etwas Interessantes. Die Philister, die Feinde der Israeliten waren, bedienten sich einer ähnlichen Art der Kriegsführung wie diese. So versuchten sie zum Beispiel, ihre Feinde zu besiegen, indem sie Schmutz in ihre Brunnen warfen. Ihr seht schon, wo das hinführt, oder? Sie warfen Erde oder Schmutz in ihre Brunnen sowie Kieselsteine, bis kein Wasser mehr herausfließen konnte.
Oder sie werfen Steine auf die Felder des Gegners, sodass dort nichts mehr wachsen konnte. Ich habe bisher nur einmal darüber gesprochen. Ich weiß auch nicht warum, denn eigentlich ist es doch ein gutes Beispiel. 1. Mose 26, Vers 15, sie schütteten alle Brunnen Isaaks, die Abrahams Sklaven zu dessen Lebzeiten gegraben hatte, mit Erde zu. Nehmen wir einmal an, die Erde steht für die Welt und ihre Verhaltensweisen. Das Ziel des Teufels besteht darin, uns, unser inneres Leben, mit den Dingen der Welt zu füllen. Obwohl wir 2 oder 3 Mal pro Woche in die Kirche gehen, in der Bibel lesen und vielleicht eine Kleinigkeit spenden, besteht dann trotzdem kein großer Unterschied zwischen uns und den Menschen, die nicht an Gott glauben. Der Teufel ist ständig darum bemüht, unser Leben mit weltlichen Dingen vollzustopfen. Wem ist schon mal aufgefallen, dass man wirklich feststehen muss, um nicht von den Dingen der Welt vereinnahmt zu werden? Als Christen müsst ihr einen festen Stand gegen die Sünde und alles, was Gott nicht gefällt, einnehmen, auch wenn ihr damit oft allein auf weiter Flur seid. Versteht ihr? Die Bibel sagt, wir sollen auf dem schmalen Weg bleiben, der zum Leben führt, und nicht auf dem breiten Weg, der in die Zerstörung führt. Ich sage immer, auf dem breiten Weg werdet ihr viel Gesellschaft haben, auf dem schmalen Weg begegnet ihr manchmal vielleicht nur einer einzigen Person, und das ist Jesus. Ihr könnt nicht gleichzeitig der beliebteste Mensch auf Erden sein und tun, was Gott will. Was Jakob also unter anderem tat, als er den Israeliten zu Hilfe kam, war, dass er ihre Brunnen von Schutt befreite. Ich weiß nicht, warum ihr heute hergekommen seid, aber ich kann euch sagen, dass Jesus euch auffordert, eure Brunnen freizulegen. Amen. Wir werden den Schmutz und die Steine herausholen. Und wenn der Teufel einen Stein nach euch wirft, werdet ihr lernen, den Felsen zurückzuwerfen. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Wenn der Teufel einen Stein nach euch wirft, müsst ihr lernen, Jesus, den Felsen, das Wort Gottes, zurückzuwerfen. Der Teufel lässt sich am besten durch das Wort Gottes besiegen. Ich frage euch noch einmal, hat der Teufel euch mit Dreck vollgestopft? Hat er Steine in euer Innerstes geworfen? Wir können uns so sehr daran gewöhnen, faule Kompromisse zu schließen, dass wir es nicht einmal mehr merken. So täuscht uns der Teufel. Das tut er immer nur ein bisschen hier und ein bisschen dort. Doch auf einmal machen uns die Dinge, bei denen wir früher ein schlechtes Gewissen hatten, nichts mehr aus. Da müssen wir alle aufpassen. 2. Könige 3, Vers 19. Ihr werdet ihre schönen und gut befestigten Städte erobern, ihre Bäume umhauen, ihre Quellen zum Versiegen bringen und ihr gutes Ackerland in eine Steinwüste verwandeln. Doch als sie ins israelitische Lager eindrangen, kamen die Israeliten herausgelaufen und griffen die Moabiter an. Diese wandten sich um und flohen, aber die Israeliten verfolgten und besiegten sie. Sie zerstörten die Städte, begruben das gute Ackerland unter Steinen, die sie alle darauf warfen, brachten die Quellen zum Versiegen und fällten alle wertvollen Bäume. Schließlich war nur noch die Steinmauer von Kir-Hares übrig, doch die Schleuderer umringten und beschossen die Stadt. Es gab also Männer in der Bibel, sowohl unter den Israeliten als auch unter ihren Feinden, die auf diese Weise Krieg führten. Es gab Männer, die man die Schleuderer nannte. Ich kann euch sagen, auch in eurem Leben sind Schleuderer am Werk. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, Schmutz und Steine auf euch zu werfen. Sie wollen eure Quellen damit füllen, sodass nur noch ein kläglicher Strahl oder hin und wieder ein paar Tropfen herauskommen. Es fließt dann so gut wie nichts mehr aus euch heraus, das den Menschen in eurem Umfeld Leben bringt.
Also, gleich werden ein paar Schleuderer auf die Bühne kommen. Der erste Stein, den der Teufel mit Vorliebe auf uns schleudert, ist der Stein der faulen Kompromisse. Solche Kompromisse sind sehr gefährlich. Ihr tut nur ein kleines bisschen. Sagt alle ein kleines bisschen. Ihr tut nur ein kleines bisschen weniger, als richtig oder gut wäre. Immerhin ist es ja nur ein kleines bisschen. Alle anderen tun es doch auch, sogar mein Pastor tut es. Aber ihr seid nicht verantwortlich für euren Pastor oder eure christlichen Freunde, eure Mutter, euren Vater, euren Ehepartner oder irgendeinen anderen Menschen. Ihr seid nur für euch selbst verantwortlich. Eines Tages werdet ihr vor Gott stehen und Rechenschaft über euer Leben ablegen müssen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr jetzt gute Entscheidungen trefft, auf die ihr stolz sein könnt. Lasst uns noch kurz über Kompromisse sprechen. Jemand lädt euch zu einem Film ein, von dem ihr wisst, dass es nicht die Art von Film ist, die ihr euch ansehen solltet. Der Film beinhaltet Schimpfwörter, Nacktheit und alles Mögliche. Ihr glaubt an Jesus, habt einen frommen Autoaufkleber und tragt christlichen Schmuck. Aber die Person will unbedingt, dass ihr mitkommt. Sie missbraucht den Namen des Herrn auch nur 12 Mal. Ich weiß, dass Gott jeden von uns auf unterschiedliche Dinge hinweist. Ich versuche nicht, meine unter den Teppich zu kehren, aber ich hoffe, dass Gott uns allen etwas zeigt. Was immer es ist und was immer unser Maßstab ist, wir müssen bereit sein, danach zu leben. Es geht nicht darum, gesetzlich zu sein. Es ist jedoch wichtig, dass ihr die Grenze, die ihr einmal gezogen habt, nicht ständig verschiebt. Amen. Ihr wollt die Fernsehshow nicht verpassen und unbedingt auf die Party gehen, auch wenn dort vielleicht ein paar Drogen konsumiert werden und ihr einige wenige Leute trefft, die einen schlechten Einfluss auf euch haben. Ihr denkt, ach, das ist nur halb so schlimm und schließlich tun es alle anderen doch auch. In solchen Momenten müssen wir uns folgende Verse in Erinnerung rufen. Wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführen will, hack sie ab. Wenn dein Auge dich zum Bösen verführen will, reiß es aus. Genau um solche Dinge geht es. Wir können geistlich nicht reif werden und uns zu den Menschen entwickeln, die Gott aus uns machen will, wenn wir tun, was alle anderen auch tun. Ich weiß nicht, wie angenehm oder unangenehm dieser Vortrag heute für euch ist, aber wir müssen wieder mehr über das Problem der Sünde sprechen. Zu manchen Dingen müssen wir einfach Nein sagen, anstatt faule Kompromisse zu schließen, weil der Teufel sich das sonst zunutze macht, um uns zu täuschen. Es ist nur dieses eine Mal, alle anderen tun es doch auch, das ist doch halb so schlimm. Ich bitte euch. Der Apostel Paulus sagte, ich bitte euch, wenn ihr wisst, was Gott im Leben von Menschen tun will, und dann seht, dass sie immer noch Kompromisse eingehen, dann denkt ihr, bitte fangt doch endlich an, das zu tun, was Gott von euch will, anstatt das zu tun, was eure Freunde von euch wollen. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass etwas den Fluss Gottes in Ihrem Leben behindert? Unsere Aufgabe ist es, Hindernisse wie faule Kompromisse, Sorgen, Zorn, Unversöhnlichkeit aus unserem Leben zu verbannen. Was aus uns herausfließt, beeinflusst andere. Wenn wir also nach dem Maßstab Gottes leben, werden Menschen auf Jesus aufmerksam. Das Joyce Meyer Team freut sich, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie uns. Wir danken allen Spendern. Ohne Sie wäre diese Sendung nicht möglich. Möchten auch Sie mithelfen? Dann spenden Sie gerne einmalig oder unterstützen uns sogar monatlich. Ganz einfach unter joyce-meyer.de/mithelfen.
immer wieder erstaunt, wenn ich zu einem mobilen Krankenhaus wie diesem hier komme. Es ist oft einfach nur ein Feld, auf dem es nichts gibt. Und dann entsteht dort ein gut strukturierter Ort für medizinische Hilfe. Zum Teil sind es die gleichen Krankheiten wie zu Hause, aber manchmal sind es auch seltene Krankheiten, die wir in Europa nicht haben. Die Patienten sind sehr bescheiden und dankbar. Sie hoffen einfach, dass wir ihnen helfen. Ein Mann konnte nicht so gut sehen, also versuchten wir es mit einer Brille. Ich fand den Moment so schön, als er die Brille aufsetzte. Er hat sich so gefreut und sagte, ich kann lesen. Hier in der Ambulanz begegnen wir so vielen Menschen, die endlich die Hilfe bekommen, die sie schon lange brauchen. Und wir sind dankbar, dass sie alle das möglich machen. Sie sind ein Teil von dem, was wir hier tun. Ihre Spende hilft Menschen mehr, als sie sich vorstellen können.